auch ein bisschen komisch, als Gronkh gestern retweetet hat, diesen einen, das eine Zitat, Live Long and Prosper, zur Todesnachricht. Fand ich ein bisschen grenzwertig. Aber okay. Das haben doch alle gepostet. Also nee, meine, viele haben Umfeld hauptsächlich. Ja nur aus Nerds und viele haben aber nur die Hände so, weißt du so. Aber dieses Live Long and Prosper, wenn er immer. Und ich finde es auch irritierend, dass der Twitter-Kanal von diesem Typen immer noch weiter twittert. Das ist ganz komisch. Egal. Ich muss auf Klo, also go. Okay, gut. 6 Minuten. Jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen offiziell. Meine Fresse. Zu Feed Flash Live heute mit den Gästen Ernstling, keine Ahnung, wer es ist, und dem Felix, Game Designer unter anderem von, dürfen wir es sagen? Hallo. Dürfen wir sagen, von welchem Spiel auch? Ja klar, schließlich habe ich dir doch schon mal ein Interview gegeben. Richtig, von, ich weiß nicht, sei es Englisch oder Deutsch, U55 oder U55 oder wie auch immer. Also offiziell nach außen hin U55 End of the Line, auch wenn wir intern immer noch Denglisch U55 sagen. Der Wahnsinn. Ja, ein Horrorspiel, was demnächst hoffentlich irgendwann rauskommt. Hoffen wir es, ja. Ja. Okay, also, was die Woche los war, unter anderem Livloist natürlich. Le News, ich glaube, mit der größte News-Kanal YouTube Deutschlands, kann man schon sagen, oder? Ja. Ja, ja. Ja. Diese eigenen Kanäle von Mediakraft wollen wir ja nicht wirklich mitzählen. Hat da so ein bisschen was gepostet über Putin und Putin hat jetzt Satellitenbilder, Beweise, dass 9/11 ein Inside-Job war und hat das verkauft, als wäre es Tatsache Fakt. Und dann hat sich der Bildblog, falls ihr das nicht kennt, ich habe es ja auch in meinem Video gestern schon ein bisschen angerissen, ist so ein Blog, die hauptsächlich die Bildzeitung so ein bisschen berichtigen. Auf lustige Art und Weise. Hat sich das Video auch angeschaut und erstmal recherchiert und herausgefunden, diese Nachricht ist absoluter Bogus. Und hier sieht man schon Secrets of the Fed mit Illuminatenzeichen. War also eigentlich nur eine Fake-Nachricht, eine Verschwörungsnachricht von einer Gruppe in Amerika, die sogar den Holocaust leugnet. So, wie hat LeFloid darauf reagiert? Er hat natürlich auch ein Statement dazu geschrieben, ist immer noch zu finden unter dem Video in der Beschreibung, ganz unten, passenderweise. Und was ziemlich sagt, ja, erstens, das Thema ist von der Community gekommen, ne? Also ich kann da ja nichts für. Zweitens, ich habe keine Redaktion, ich kann hier, habe hier keine Zeit, um das so zu recherchieren. Ja, fuck you, bitch. Und Internet ist halt nicht so einfach. Ne? Ernstling, Internet ist auch teilweise nicht einfach, oder? Ich meine, du wurdest ja auch oftmals schon gestrikt, hatte aber andere Gründe. Ich glaube, da waren eher das Gegenteil der Fall, dass du die Fakten richtig hattest, richtig? Ich glaube, meine Gründe beziehen sich eher auf, ich bin 13, von daher. Quatsch. Internet ist natürlich schwierig, aber müsste man eigentlich wissen als 2 Millionen Sub-YouTuber. Genau, fast schon 3 Millionen, also 2,3. Ja, ja, 2,5 bald, ne? Ja, genau. Das ist halt auch so ein bisschen das Ding, ne? Also das hat ja auch der Bildblog denn geschrieben. Er hat halt eine ziemlich große Auflage, größer als sämtliche Tageszeitungen zusammengezählt und hat natürlich da auch eine extreme Verantwortung. Natürlich, ich meine, dass sowas mal passieren kann. Mir ist es damals auch passiert, als der Feedflash noch auf Supersuchtis war, dass ich dann mal irgendwie eine Meldung falsch hatte oder einen Fakt falsch oder wie auch immer. Natürlich, aber dann stellt man es richtig, dann markiert man das im Video irgendwie oder in der Überschrift oder keine Ahnung stellt es richtig. Aber was er halt so, wie er darauf reagiert hat, ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig, oder? Ja, ein bisschen falsch vor allem. Er hat ja direkt alles auf seine Community bezogen, von wegen, es wurde mir geschickt und bla bla bla. Genau. Aber natürlich, wenn ich ein Thema kriege, dann muss ich mich dann natürlich ein bisschen, dann kann ich mich ja nicht nur auf einen Artikel reduzieren. Und ich weiß nicht. Und vor allem, dass er seinen Titel nicht mal geändert hat, nachdem herausgefunden wurde, dass das alles ein übler Scherz war. Ja, also ich kann ja auch nochmal auf das Video raufgehen. Also ja, natürlich, man kann jetzt sagen, wenn man Annotations jetzt, vielleicht das in Annotations irgendwie reinmacht, so von wegen, diese Meldung ist falsch, kann man jetzt argumentieren, okay, das sehen sowieso nicht die mobilen User, ja. Aber trotzdem, ich meine, da ist nichts.
Ja, also selbst wenn man das Ganze so, ich sag mal, aus Interface-Design-Sicht angeht, so wirklich die entsprechende Zielgruppe passend anzusprechen, ist es schon nicht gerade optimal gewesen. Also so wie ich es sehe, hat er zumindest das Nötigste gemacht in dem Bereich. Aber ja, das Video eventuell umzubenennen oder da eine Anmerkung direkt ins Video reinzustellen, wäre da eigentlich auch etwas angemessener gewesen. Oder es vielleicht sogar beim nächsten Le News-Video direkt anzusprechen. Wobei ich ja, wie gesagt, sagen muss, er hat sich ja in der Hinsicht bemüht, es richtig zu stellen. Er hat auch noch direkt, als er es mitbekommen hat, auch einen dedizierten Facebook-Post dazu rausgehauen, etc. Deswegen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er in der Hinsicht total versagt hat. Nee, total versagt. Er hat ja auch, wie gesagt, er hat auf Twitter denn dieses Statement gepostet. Er hat es auf Facebook, wie du gesagt hast, gepostet. Das Ding ist halt, was ich mich halt auch gefragt habe, ist, wenn er generell Stories, und das sagt er ja sehr oft auch in TV-Interviews und so weiter, politische Stories halt an die Kids heranbringen möchte. Und dann aber sagt, er hat keine Zeit zum Recherchieren, weil er keine Redaktion hat, ist es halt auch so ein bisschen komisch. Also entweder du sagst, ja, okay, ich bereite jetzt hier Themen auf, die halt wirklich teilweise sehr intensiv sind, ja, und dann mache ich es aber auch richtig, oder ich mache einfach nur schnell irgendwelche Stories, so wie ich sie eigentlich auch mache, so lustige Sachen aus dem Internet, wo man jetzt nicht wirklich viel nachhaken muss, ja, und dann geht es aber auch schnell. Oder wie seht ihr Das das? ist das Problem. Das ist das Problem seiner Zuhörerschaft. Das ist einfach viel zu jung, als dass sie auch mal eine Fehlmeldung selber identifizieren kann. Das ist ja der nächste Also. Punkt. Ich meine, dieses Hinterfragen haben wir ja in letzter Zeit sowieso gehabt, ne? Also da wurden ja bei dir zum Beispiel, Ernsting, war es ja, konnte man es ja wirklich mit ansehen, das Schauspiel bei Twitter, als du das Video über Bibi Beauty Palace oder wie auch immer sie heißt, gemacht hast. Und dann kamen sie halt alle an, ne? Die Bibi-Fans, und teilweise wirklich komplett blind, was Ja, das dann merkt angeht. man halt auch wirklich, wie unreif und wie viel Matsch da noch in der Birne ist. Und das ist halt gerade das Gefährliche, was Liv Leuter halt gemacht hat. Wie Und siehst da, das ist ja auch gerade das Schlimme, dass da nicht mal eine Annotation im Video ist für die Kids. Aber wie ist denn das generell so, dieses Hinterfragen auch online? Ich meine, man erwischt sich ja selbst teilweise. Man liest einen Artikel und denkt sich, ach echt? Ja, und guckt aber nicht Natürlich. selbst nochmal nach irgendwie. Normalerweise ist ja, also auf jeden Fall der journalistische Ansatz ist ja, man geht hin, guckt eine Quelle an, sucht aber sich noch ein paar andere Quellen raus, ja. Und wenn die alle dasselbe sagen, dann denkt man, okay, gut, das hat Hand und Fuß. Aber ich glaube nicht, dass die, also seine Zielgruppe das macht, oder? Nein, ach Quatsch, die sehen den doch als Autoritätsperson an. So, für die ist doch der Liv Lloyd so, ach, was der sagt, das muss schon richtig sein, so, ne? Und ich glaube, dahinter fragt niemand, was der da sagt. Felix, Ich machst du das glaube. eigentlich? Also hinterfragst du Sachen, die du online siehst? Ständig, also wirklich ständig. Also bei den meisten Sachen, die ich raussuche, da mindestens 10 Quellen und dabei womöglich auch größere. Also ich halte mich da im Regelfall daran, je größer die Quelle ist, von der Popularität her, desto mehr Existenzberechtigung hat sie, weil klar würde sie die ganze Zeit nur Mist posten etc., würde sie ja keine Community um sich scharen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele bei Le Floyd das einfach mal als gegeben hinnehmen, wenn der etwas sagt, weil er hat nun mal seine 2,3 Millionen Subscriber und das schafft auch eigentlich ein gewisses Vertrauensverhältnis. Und das ist halt in dem Fall ein bisschen gebrochen worden. Aber ja, ich prüfe auch alles gegen, wobei auch ich letztens, wie ich sagen muss, auf eine ziemlich böse politische Satire reingefallen bin, Okay. in der es darum geht, dass die Politik tatsächlich linksautonome bestochen hat, damit sie auf Gegendemonstrationen gegen Pegida gehen. Und diese Satire war irre gut gemacht. Also der Postillion oder wie auch immer ihn ausspricht, ist ja da auch sehr gut teilweise, ne? Wo du echt sagst, es könnte eine echte News sein. Ich will nur ganz kurz den Chat mit einbeziehen. Der Mauer18 sagt natürlich, er braucht ja Stories, klar. Diese Putin-Story war sexy, sehe ich auch ein, ja. Natürlich, da auch Le Floyd muss dran denken, irgendwie Klicks zu generieren, auch wenn ich denke mal, sein Following sowieso raufklickt, egal was es ist. Und der Felix ALB3 sagt, hatte er nicht nur zwei oder drei Videos auf Le Floyd in der Woche, die sind doch alle circa 4 Minuten lang. Und das Einzige, was wirklich länger bräuchte, sind die Gags, die er einbaut. Die reine News-Schiene sollte doch recht schnell fertig sein. Also da auch die Frage, natürlich.
Da irrt er sich aber ganz doll, weil LeFloid hat sehr, sehr viele Kanäle nebenher laufen. Er hat einen Gaming-Kanal, er hat seinen Gruppenkanal mit Das ist seinen heftig, ja. Freunden. Nebenher machen sie Videos. Dazu studiert er dann auch noch. Also Ist er denn ich nicht schon glaube fertig? jetzt, ich weiß es ganz offen gesagt nicht, aber ich gehe jetzt nicht davon aus. Aber ich gehe auch davon aus, dass er abgesehen von seiner ganzen YouTube-Schiene etc. jetzt nicht wirklich ein Leben hat. So abseits von dem. Okay, So, ich abseits glaube davon, schon, dass der da alles reinbuttert, ja, und was er da geben kann. ich meine, wenn du über 2 Millionen Abos hast und wie viele Tausende auf Twitter, ich glaube 1/2 Million oder so hat er da, ne? Ich glaube, da ist man auf jeden Fall beschäftigt. Also, dass der viel Zeit hat, will ich jetzt auch nicht unbedingt in den Raum werfen. Aber ich bin halt der Meinung, wenn du etwas machst und dich auch wirklich in der Öffentlichkeit positionierst als der Mann, der halt die Jugend ja, informiert über wichtige Themen, dann sollte man das auch richtig machen. Ja, ich Man vermute sollte sich an einfach. der Stelle, oh sorry, dass Nee, ich sag jetzt hier ruhig. rein springe, man sollte an der Stelle natürlich auch wissen, wann habe ich meine Grenzen, wann bin ich an meiner Grenze, was jetzt Content liefern angeht und wann bin ich auch einfach nur überfordert damit. Vielleicht war er in der Hinsicht einfach überfordert, war zu faul, da noch weitere Sachen rauszusuchen. Und natürlich ist da auch ein gewisser Druck mit dem Spiel, welcher ihn da irgendwie belastet. Ja, du machst natürlich, du Und pokerst natürlich dann, ne? Also wenn du sagst, ja. ja klar, okay, gut, er hat jetzt ein paar Sachen, er hat nicht viel Zeit und hat es reingenommen, ist natürlich eine 50-50-Chance, ne? Aber Das so. bei so einer Auflage ist es natürlich dann die Frage, ob das nicht vielleicht zu hoch gepokert ist, weil wenn du so groß bist, gibt es natürlich auch einen Riesenschaden, wenn es mal in die Hose geht, ne? Naja, Ja. also ich verfolge ihn ja schon, seit er so. Verfolgen, das klingt jetzt so, als wäre ich ein Du Stalker. stalkst ihn. Wir haben jetzt einen LeFloid Stalker in der Leitung. Ja. Also ungefähr seit er so 100.000 Abos hat und er ist ja binnen kürzester Zeit über die Millionen geschossen und auch über die 2 Millionen. Und da hat neue Kanäle aufgebaut, hat diverse Netzwerke geschaffen, ist auch mit anderen Netzwerken immer mehr verwoben, sag ich jetzt mal. Dazu halt noch Studium etc. Er hat ja auch schon in mehreren Videos selber gesagt, dass er halt niemals für möglich gehalten hätte, dass er so ein krasses Wachstum hinlegt, dass die ganze Chose so stark wächst und dann Zulauf gewinnt. Und ich glaube, in dem Fall hat er einfach die Möglichkeit verpasst, mit seinem eigenen Format mitzuwachsen, hat das Ganze immer so ein bisschen unterschätzt, weil es hat ja bisher immer sehr gut funktioniert. Da gab es halt noch nicht so dieses Riesen, er rennt mit dem Kopf aus Versehen gegen die Wand. Das war zumindest noch niemals mit dieser Aufmerksamkeit passiert, wie es jetzt geschehen ist. Und wenn wir uns mal anschauen, worüber wir uns gerade da so ein bisschen brüskieren, es ist im Endeffekt Fanservice, Community Service, der nach hinten losgegangen ist. Also eigentlich kann man da schon froh sein, dass er überhaupt so stark auf seine Community eingeht, dass er deren Fragen extra in seine News einbaut, etc. Ja, aber auch da, weißt du, eine Quelle ist eine Quelle und egal, wo eine Story herkommt, ob das jetzt mir nun ein Abonnent schickt oder ob ich es auf Twitter finde oder, weißt du, egal wie, also wenn du darauf jetzt auch eingegangen bist, weil er ja schreibt, ne, die Story kam von der Community, so oder so musst du trotzdem jede Story behandeln, wie als wenn du sie selbst findest. Ja klar, aber ich gehe auch davon aus, dass er mehrere Quellen abgesucht hat deswegen und vermutlich, bei solchen Verschwörungstheorien ist es so, da hast du nirgendwo eine große Quelle, die halt sagt, okay, das war jetzt ein Hoax oder so, zumindest hast du es nicht sofort, sondern meistens hast du halt diese kleinen Verschwörungsseiten, die es alles promoten. Das heißt, Ja. wenn du wenn du dieses Thema recherchierst, findest du nur viele kleine Seiten, höchstwahrscheinlich, die sagen, ja, das stimmt so. Und deswegen glaube ich, dass er wirklich recherchiert hat, zwar mit einem engen Zeitrahmen, da wir ja schon festgestellt haben, wie busy er eigentlich ist, und deswegen dann auf die Sache reingefallen war, weil sich da so viele Quellen gegenseitig unterstützt haben, die aber alle im Endeffekt, naja, nicht gerade vertrauenswürdig sind. Ja, aber wie Ernst Dinger, du hast es ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ne? Also wenn man sich mal diese erste Quelle anguckt, Internetzeitung. Da muss doch jedem 15-Jährigen muss da auffallen, dass hier was nicht stimmt. So, ich Da meine, müssen doch die Alarmglocken. Internets. Hallo? Hintergründe. Yes. Okay, aber ich denke mal, genug dazu. Felix, du hast dich auch mit einem Thema beschäftigt. Es ist, glaube ich, die größte Kickstarter-Kampagne ever. Ist das richtig? Ja, genau. Und rein Und zufällig gerade im Newsfeed auch die Leute, die das gemacht haben, und zwar Oatmeal bei mir im Twitter-Feed. Also, Genau. Was ist das überhaupt?
Also ich war ja hellauf begeistert. Also ich habe ja so quasi den Startschuss von Exploding Kittens miterlebt. Da war die Kampagne noch keine 4 Minuten alt. Nur so zur Erklärung, jetzt so für die Leute, die es nicht kennen. Exploding Kittens ist ein Kartenspiel. Also ein physisches Kartenspiel, kein digitales, das über Kickstarter finanziert werden sollte. Dahinter steckt The Oatmeal, ist halt so ein humoristischer Comic-Artist, der auch bei Facebook bei seiner Like-Zahl durchaus im Millionenbereich ist. Und er hat sich so gedacht, okay, ich schnapp mir jetzt ein paar Leute und wir machen jetzt ein cooles Kartenspiel, wo wir halt meinen Humor drin transferieren. So, das Spiel selber spielt sich so im Grunde genommen wie ein bisschen russisch Roulette. Das heißt, die Leute sitzen da um einen Kartenstapel, ziehen Karten und sobald sie eine explodierende Katze ziehen, ist halt die besagte Person aus dem Spiel raus. Es gibt aber auch andere Spielkarten, die können zum Beispiel andere Mitspieler zwingen, mehrere Karten zu ziehen oder dass man selbst ausgelassen wird. Und so kommt da tatsächlich auch noch so ein bisschen Taktik rein, weil man diese Karten jederzeit ausspielen kann. Das Erstaunliche an dieser Kampagne ist, dass sie mit 8,7 Millionen Dollar abgeschlossen wurde, und dass damit die erfolgreichste Kickstarter-Kampagne aller Zeiten, die hatten schon nach wenigen Tagen über 100.000 Backer. Also ich habe mir hier mal so ein paar kleine Statistiken rausgesucht. Also das Spiel selber, ursprünglich wollten sie ja 10.000 Dollar, wenn ich mich nicht täusche. Das war nach 20 Minuten finanziert. Normalerweise geht ja so eine Kampagne 30 Tage. Ja, hier steht $10.000 Goal, ja. 1000% Funding hatten sie in weniger als einer Stunde. Also rein prozentual gesehen ist natürlich awesome. Und in unter 7 Stunden waren sie schon bei über einer Million. Und es ist wirklich, also ich habe mich halt auch, ich dachte, ich habe es halt auch mitbekommen irgendwann, ne? Ich glaube, ich habe auch ein Video dazu gemacht und dann dachte ich, okay, ein digitales Kartenspiel, ne? Klar, so. Und dann habe ich gesehen, okay, es ist wirklich analog. Es ist ein ganz normales Kartenspiel, was ja, also eigentlich nur noch in Nischen gespielt wird, oder? Also in irgendwelchen WGs vielleicht. Oder ist der Trend noch da? Ich weiß es ja nicht. Also Kartenspiele und Brettspiele, die haben tatsächlich auch innerhalb der Gamer-Community tatsächlich noch eine sehr große Existenzberechtigung. Wenn ich da so an Magic the Gathering denke oder an diverse Pen and Paper und Tabletop-Sachen, dann ist da dadurch tatsächlich ein Markt da. Aber ich glaube, nur ein Bruchteil wurde davon durch dieses Spiel angesprochen, sondern die Leute, die da wirklich Geld gelassen haben, gehören halt zur Kern-Community von The Oatmeal. Ich meine, wie gesagt, der Typ hat über 3 Millionen Facebook-Likes, wenn ich mich recht entsinne. Und das Spiel wurde von 200.000 Backern unterstützt. Das heißt also, selbst wenn nur ein kleiner Prozentsatz davon rübergegangen ist, hat er schon diese echt awesome Zahlen hinbekommen. Und dann gibt es da natürlich noch die Leute, die einfach seine Humorklasse finden. Ja, also selbst die ihn vorher nicht kannten, die einfach dachten, ey, cool, das ist ein Spiel, da geht es um explodierende Katzen. Wie kann man sowas nicht mögen? Ernstling, das letzte Kartenspiel analog, was du gezockt hast? Uno habe ich Ah, Uno, gespielt. stimmt. Ja. Uno, hast du. Uno habe ich gar, der Klassiker auf jeden Fall. Nee, Natürlich. aber mit Kartenspielen habe ich mich nicht wirklich befasst. Aber ich denke, gerade das, was dieses Spiel hier ausmacht, dieses Exploding Kittens, ist, dass man daraus so viel machen kann. Ne? Ob ich das jetzt nun in der WG spiele mit irgendwie als Trinkspiel oder sonst was, Ja. ich finde das witzig. Ich glaube, es ist auch einfach die Aufmachung, die die ganzen Leute dazu gebracht hat, da was reinzuspendieren. Weil es ist halt, sieht halt auch witzig aus so. Es ist, Ja, also die das ist Zeichnung. hätte ich auch gemacht. Humor. Ich hab gerade erst davon erfahren, muss man dazu sagen. Ja, Oh, es ist ich natürlich habe davon echt noch nichts hauptsächlich gehört. in den Staaten, ist es natürlich groß, weil er natürlich die Fangemeinde auch hat. Ja, es ist auf jeden Fall ein Phänomen und es ist wirklich offiziell, ne? Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich auch gesagt vorhin, das erfolgreichste Kickstarter. Ja. Ja. Was man bei Also 8 das. Millionen eigentlich denkt, okay, gab es nicht schon Filme, die höher waren? Nicht Oder. wirklich. Also selbst Iron Sky hatte nur ungefähr 500.000 durch Crowdfunding eingesammelt. Selbst jetzt bei deren Nachfolger hier Iron Sky Becoming Race, obwohl sie schon diese riesen Community aus Iron Sky hatten, hatten Probleme, ihre Kampagne bei Indiegogo war das, glaube ich, rechtzeitig abzuschließen. Also die hatten das, glaube ich, nicht erreicht und mussten um eine Verlängerung bitten, damit sie die Kampagne doch noch beenden können. Also, Tatsächlich wurden über Kickstarter allerdings schon so Sachen wie Solarzellen als Straßenpflaster finanziert, zumindest für den Startschuss. Und also ich selbst sehe solche. gerade Pebble Time übrigens, die neue Smartwatch, ist jetzt schon bei 11 Millionen. Was? Ja, also das ist ja Wie eine ist das neue. mit Uwe Boll? Uwe Boll. Der wollte auch seinen Nachfolgetitel davon, wie hieß die Reihe da? Rampage? Rampage? Hieß sie Rampage? so?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass Irgendwie. er ein Kickstarter-Video gepostet hatte und ich habe es mir angeguckt, habe gelacht und dann das Ach, große der X ist, gedrückt. ja, der ist eh ein schwachmater Typ. Nee, aber keine Ahnung, der plant da sonst was mit Kickstarter-Projekten, aber merkt nicht mal, dass du den irgendwie die halbe Szene hast, aber Okay, na gut. das sagt mir jetzt zum Beispiel gar nichts. Ach, braucht man auch Was? nicht wissen, wer der Okay. ist. Nee, aber diese Pebble Smartwatch ist natürlich auch technisch ein anderes Kaliber. Ist jetzt schon bei 11,4 Millionen. Und wir reden hier gerade von Kickstarter, ja? Kickstarter und hat ist eine Kampagne, die nach Exploding Kittens reinging, dementsprechend. Aber hat noch 27 Tage zu laufen, hatte Goal 500.000, genau. Es sieht halt ziemlich aus wie die Apple Watch, die jetzt kommen soll. Pebble Ja, ist okay. ja sowieso bekannt dafür, dass es ja, also die Marke gibt es ja schon, das war ja von Anfang an auch eine Kickstarter-Marke, beziehungsweise Kampagne, auch die erste Smartwatch schon. Und jetzt haben sie halt ihre neueste. Und die geht halt auch ordentlich ab. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Für mich war jetzt bisher so der heilige Gral von Kickstarter tatsächlich Bis jetzt. Exploding Kittens. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, so verglichen mit dem, was wir damals mit U55 eingesammelt haben, macht mich das auch tatsächlich ein bisschen traurig. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe einmal mitgemacht bei Kickstarter. Ich weiß nicht, ernst, hast du mal irgendwo mitgeboten? Nee, bei Kickstarter habe ich noch gar nichts gemacht. Ich hatte mal für irgendein Spiel, hatte ich, für irgendein Spiel hatte ich mal. Oh nee, war das War Z? Ernsthaft? Damals? Ja, Fail. Hallo, ey, ruhig. Entschuldigung. Ich wurde dazu verleitet. Also ich habe da relativ wenig Meinung gehabt und ich bin einfach mitgezogen. Aber darüber möchte ich auch eigentlich nicht mal reden, denn War Okay, Z ist vergessen wir es. kein Wort Gibt wert, es überhaupt was noch? man Ich weiß nun. es gar nicht. Ja, das heißt jetzt anders, aber Ja, egal. deswegen jetzt weiß keiner mehr was davon. Nee, aber Infestation Survivor Stories. ich habe einmal mitgemacht, das war so eine, ja, keine Ahnung, so eine USB-Verlängerung fürs iPhone damals noch, das iPhone 4, wo du halt, was denn so ein Ständer ist, weißt du, kannst halt irgendwie einen Port anmachen und dann ist es halt auch gleichzeitig so ein iPhone-Ständer gewesen. Hab's nie bekommen. $25 in den Sand gesetzt. Egal. Also ich habe bei Kickstarter schon tatsächlich sehr viel Geld gelassen. Für Planetary Annihilation, Project Eternity erscheint jetzt demnächst, für Castle Story, was sehr viel verschwendetes Geld war, muss ich zugeben. Also da war ich maßlos enttäuscht von dem Projekt. Von Stonehearth, nicht zu verwechseln mit Hearthstone von Blizzard, sondern ein anderes, das hieß ursprünglich Hearthstone, dann hat Blizzard Hearthstone angekündigt und dann haben sie sich schon vorsichtshalber umbenannt, weil sie nicht von Blizzard verklagt werden wollten. Da war so eine Mischung aus Siedler und Minecraft, das ist jetzt im Early Access und das spielt sich schon jetzt erstaunlich geil. Godess hatte ich Geld reingesteckt, da war ja auch in letzter Zeit Peter Molyneux massiv unter Kreuzfeuer geraten, weil das Projekt offiziell als gescheitert angesehen werden kann, wegen der internen Querelen, die es da gab. Und ja, ich habe da bei Kickstarter schon irre viel Geld gelassen und so, die zu 60% zufrieden und zu 40% halt Mist, aber das ist halt das Risiko dabei. Also ich sehe halt auch gerade die Pebble Smartwatch, war ja auch ein Thema in dieser Woche. Erst recht das mit den Armbändern ist halt schon sehr wie Apple Watch. Also, dass man halt mehrere Armbänder hat und ran und raus. Sieht aber ein bisschen billiger aus als die von Apple, weil Design und Apple, ich glaube, da kann kaum einer. Ich glaube, das finale Produkt wird dafür auch deutlich billiger sein als Apple. Ja, das ist natürlich, aber es sieht schon sehr verdächtig nach Apple aus. Egal. Gut, ich würde sagen, sonst wird es zu kurz oder sonst geht uns die Zeit davon für die nächsten Themen, weil es sind durchaus große Themen. YouNow zum Beispiel, wir kennen es ja, glaube ich, alle, oder? Habe Die ich passiv mitbekommen? Streaming-App, ist es eigentlich nur eine App oder ist es auch man kann es auch im Browser gucken, Ernsting, aber es ist hauptsächlich die App, ne? Ja, es geht hauptsächlich um die App, aber ich bin kein besonderer App-Fan oder Smartphone-Fan, von daher habe ich jetzt nur Erfahrung mit der Desktop-Version, Shit, jetzt habe ich hier. beziehungsweise der Browser-Version. Du hast Erfahrung, also hast du schon ausgiebig Kinder damit beobachtet, wie es der App vorgeworfen wird. Ich habe einigen Kindern geschrieben, dass sie sich ausziehen sollen, ja. Okay, gut. Hat sich das gelohnt oder? Nee, es kam irgendwie nicht viel bei rum, aber der bei Sat.1, der hatte natürlich direkt Erfolg. Der kannte sich da schon besser aus. Hab da nämlich so einen Beitrag gesehen über YouNow. Genau, du hast letztens auch getweetet, was bekommt man eigentlich bezahlt als Redakteur, der sich einen Tag lang YouNow anguckt, ne? Oder irgendwie sowas. Ja, genau. Was war das nochmal genau? Was haben die gemacht? Die haben ja so diesen typischen Redakteur-Test gemacht, oder was? Ja, und dann sagt er, sitzt er vor seinem PC vor YouNow und dann sagt er, so, ich schreibe der Kleinen jetzt mal, dass ich sie süß finde. Nein! Oh. Oh Gott.
Also ist sie ja auch gerade so ein, ich würde mal sagen, 10-, 11-Jährigen, der irgendwas macht. Also meine Erfahrung mit YouNow ist, ich habe halt auch viele bei Twitter, denen ich folge, die machen das regelmäßig, also viele YouTuber natürlich, hauptsächlich aber Leute, die sitzen einfach nur da und lesen das vor, was in den Kommentaren ist Ja. und mehr passiert aber auch gar nicht. Ja, Schwachsinn. Ich Also weiß. der Hopschwitzer sagt ja auch gerade im Chat, das sind nur like-geile Idioten drauf. Oder halt Leute, so Mädels, die natürlich es schön finden, wenn, oh, du bist ja so toll oder du bist ja so hübsch oder keine Ahnung. Die brauchen irgendwie Anerkennung. Ich weiß es ja nicht. Das ist halt Ja, dieses genau. typische 5-Minuten-Fame-Ding eigentlich wieder, oder? Ja, sehe ich genauso. Trotzdem halte ich die ganze App tatsächlich für sehr problematisch, da sie ja so super leicht zugänglich ist, gerade für Kinder, die da, naja, noch nicht so viel Erfahrung im Umgang mit Internet haben, beziehungsweise mit den ganzen Risiken, die es da gibt, die einfach mal auf diesem Weg zeigen, okay, so sieht's bei mir zu Hause aus. Also erstmal Einbrecher könnten sich da theoretisch weiterbilden, wenn sie Ja, da aber du gehst ja nicht zufälligerweise eine durchs Adresse Haus. erwischen. Du siehst Ja, ja nur. manche Kinder machen das Aber bestimmt. ich fühle mich zum Beispiel dreckig gerade, wie ich dem zuschaue. Also es ist irgendwie komisch. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen, oder? Der Siamann, oder sage ich das richtig im Chat, sagt auch, er findet es schwachsinnig. Also ja, also wenn ebenfalls, letztens war ein YouTuber, der war halt auf einem Dreh. Ja, der hat irgendwas gedreht, wie auch immer, und hat dann halt die Location gezeigt über seinen. Also mit dem Smartphone und hat halt gestreamt über LTE oder wie auch immer WLAN. Das ist eine Sache, okay, weißt du, wenn du so Stars hast, die sind am Set oder wo du so ein bisschen Making-of-Feeling hast, ja, wo du einen gewissen Mehrwert hast, aber wirklich nur Teenies, die da rumsitzen und ja. Also da Also kann ich auch ist einen das denn, Spiegel hinstellen und mich selbst angucken. also Also nur es. noch mal kurz dazu, dass du dich schlecht fühlst. Also in meinen Augen darfst du dich auch schlecht fühlen, dass du kleine 10-jährige Kinder beobachtest. Ja, oder? Okay, gut, ich mach's aus. Sag's doch gleich. Ich mach's ja sofort aus. Ja. Nee, aber Ernsting, du Aber hast ist ja es selbst mal hier? gestreamt hast. Also du hast ja selbst gestreamt. Ja, aber da war ich betrunken und das ist ein bisschen eskaliert. Aber Ach, so lange habe ich nicht geguckt. okay, ich Ja, glaube, die Details wollen wir gar nicht wissen. hätte ich länger Nee, schauen sollen. Ja. darüber möchte ich aber auch nicht reden. Nee, auf jeden Fall, nee. Ist das überhaupt was Neues, Juno? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist das ja eigentlich nur ein Streaming-Portal für Leute, die Wie keine lange Ahnung gibt's das haben. schon? Ich meine, du hast es, wie hast du es mitbekommen oder hast du es Ich gefunden oder? hab's das erste Mal auf Twitter gesehen, weil irgendein. Ah, wer war denn das? Ich keine Ahnung, irgendjemand hatte da geschrieben, so, ich bin jetzt da, bla 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 bei YouNow. Und dann haben wir uns irgendwie in Skype hingesetzt zu sechs und dann haben wir irgendwelche Leute getrollt, die da gerade bei YouNow gestreamt haben. Ja. Und denen unter anderem geschrieben, dass sie mal ihre Füße zeigen sollen. So, und darauf hat sich, glaube ich, auch Sat.1 drauf bezogen, weil, wenn ich mich nicht irre, haben die sogar einen Auszug aus unserem Chat gezeigt. Ach, okay. Natürlich waren wir zensiert, aber ich kann Ja. es mir auf jeden Fall vorstellen, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die Füße sehen wollen. Also hier wird auch gerade Und gesagt, Edati, mein Video damals ja zu dem Thema war ja auch YouNow Edati zertifiziert. Was ein bisschen. der steht, ey, pass auf, der steht im Impressum. Ja, eben. Lustigerweise letztens der YouTube-Kanal von, weil ich auch vorhin angesprochen hatte, von WDR. 360, ja, 360 Grad, wie auch immer. Die haben sogar mit YouNow, dem CEO, gesprochen. Ich guck mal, ob ich das Video noch finde. Was? Und ich hätte schon beinahe getwittert, so von wegen, ja, der Typ, der ist sein liebster Kunde sozusagen, weil er hatte so einen leichten, weiß schon. Also, So ein Slang. ja. Nee, Ja. so diese Art. Wenn du ihn siehst, wirst du wahrscheinlich auch denken, okay, gut, das ist jemand, der guckt sich das gerne an oder wie auch immer. Aber die Ja. planen wohl, also es ist ihnen wohl sehr wichtig, dass die Leute geschützt werden. Aber wie kann man das schützen? Ja, das ist halt so, also klassische Methoden wären natürlich, es muss erst eine Freigabe durch die Eltern erfolgen, bla, Ja, Keks, halt das wäre wirklich so diese was. klassischen Jugendschutzsachen. Das Dumme ist nur, da steht es schon wieder vor der Problematik, dass jedes Land da andere Gesetze hat und YouNow ist ja nun mal von fast überall erreichbar. Das heißt also, bloß weil sie halt sagen, okay, sie wollen da jetzt ein paar Regelungen finden, heißt es nicht, dass sie zum Beispiel Regelungen finden, die hier in Deutschland besonders gut funktionieren, beziehungsweise auch anerkannt werden, weil YouNow ist ja inzwischen auch in der deutschen Politik angekommen. Da gibt es ja schon diverse Leute, die das auf den Kieker haben,
Ja, und ich lese hier gerade den Kommentaren, Moderatoren, die Pedos melden. Das ist leider dank der Anonymität des Internets nicht immer so leicht festzustellen, ob dahinter jetzt wirklich ein anderes 14-jähriges Kind Ja, steckt, das eben. jetzt hier so sagen möchte, ach komm, mach mal hier eine heiße Show, oder ob das halt wirklich ein 60-jähriger alter Sack ist, der sich einen schönen Abend machen will. Also wenn Das ihr den weiß man Stream einfach aufhabt, Ernsting, du auch, dann habe ich gerade übrigens den CEO von der Geschichte. Und nicht. dann Ach, weißt ich du vielleicht, was ich sehe. meine. Ja. Nee, aber auch mal eine Frage ganz kurz würde ich gerne einwerfen. Wie stellt man sich das denn bitte mit der Elternfreigabe vor? Wie soll das denn funktionieren? Es ist Das. vielleicht so ähnlich wie diese YouTube for Kids-Sache, wo ja auch die Eltern sagen können, okay, ne, also der Content ist sowieso kuriert, also da sind sowieso nur Sachen drauf, die zusammengestellt sind für Kinder von der Redaktion, aber wo die Eltern zum Beispiel auch eingreifen können in die App und sagen, okay, du kannst nur eine Stunde am Tag die App nutzen oder was. Aber wie realistisch ist das? Sehr Ja. unrealistisch. Oder ich meine, Und am ich sehe. Ende stehst du auf dem Hof, auf dem Schulhof und guckst es halt bei einem anderen. Also. Also ich möchte hier nochmal ganz kurz auf die Kommentare eingehen. Hier sehe ich gerade von Hopschwitzer, ich würde es ab 18 freigeben oder nur mit Bestätigung von den Eltern. Das wäre theoretisch ein vernünftiger Ansatz. Das Dumme ist nur, wie reagieren schon die meisten 16-Jährigen, wenn man denen das Internet zensieren will? Kommt nicht so geil. Und erstmal, dann können sich die Leute hinter YouNow erstmal 90% ihrer Zielgruppe abschminken. Dann ist die App tot, wenn du mich fragst. Ja, dann ist sie tot. Und beim Kommentar darunter und dann polizeilich verfolgen, dann wären wir schon wieder beim Thema Überwachungsstaat und solche Geschichten. Es gibt ja auch Forderungen, dass man nur noch unter Realnamen ins Internet darf, etc. Ja, Ja, das würde das dann natürlich vergiss dagegen helfen, es. Ja. aber ich glaube, das wäre ein bisschen überzüchtet. Nee, das ist auch alles nicht realistisch. Ich meine, es wird so groß, wie das alles ist, weißt du? Es ist eigentlich nicht wirklich kontrollierbar, aber es ist eigentlich. Wer hat es von euch vorhin gesagt mit Chatroulette? Es geht wirklich in die Richtung, oder? Es ist eigentlich. Ach Gott, Chatroulette, das gab es ja auch noch. Ja. Aber das war ja das Schlimmste. Dann gab es auch Omegle oder wie hieß das? Omegle, Stickam gab es auch noch. Ah, Freiheit für gab es ganz Jüngere. viel. Ach. Lese gerade Aber Freiheit für das ist auch Ungarn. gerade dieses Layout der Seite, ich ziehe das Kinder an. Ach, für Ungere, das heißt nicht für Jüngere. Oh Gott, ich habe für Jüngere Nee, gelesen. nee, das war Ja. für Unge, nicht für Jüngere. Freiheit für Junge, für Unge, ja. Genau, Unge ist die ganze Zeit auf YouNow und gibt diverse Shows. Yay! Wie, Ich ist hoffe der wirklich nicht. auf? Ist der da auch Ich oder habe was? keine Ach so. Ahnung. Das war gerade nur ein dummer Spruch. Also Ja, inzwischen Bibi solltest du ist meinen da. Humor eigentlich kennen. Ist Bibi auf YouNow? Ja, der, die war auf Die hat YouNow. übrigens Wer war da letztens noch? irgendwas getweetet von wegen Smarties schälen. Ich dachte, ich muss ausflippen, aber egal. Was die so Twitter oder ihr Freund, oder? Der kann keinen Tweet absetzen ohne dieses Heulen-Smiley. Oh, der ist ekelhaft, der Typ. Aber wir Boah. schweifen ab. Gut. Also wir sind uns alle einig, auch die Zuschauer, YouNow ist eigentlich Schwachsinn. Na, so ein Schwachsinn kann es ja nicht sein, weil das Ding ja leider erfolgreich ist. Das nennt man dann so Ja, aber wie freie lange, die Frage ist Marktwirtschaft. ja auch zum Beispiel, also ich habe halt ein paar Sachen jetzt gesehen, habe halt mir das halt angeguckt, weil, ne, neue Sache und so weiter. Und ich, ja, wie gesagt, ich bin schon, ich gehe da nicht hin, weil ich genau weiß, ich sehe einfach nur einen Typen, der nichts macht, der einfach nur da sitzt und da habe ich keinen Mehrwert von. Also für mich ist die Sache jetzt schon wieder erledigt. Also ich würde da in der Hinsicht sagen, überleg mal, wie viele junge Mädels es in der Welt gibt, die sich Justin Bieber angucken würden, ohne dass er singt. Ja, aber die Frage ist doch, ich meine, Chatroulette ist doch auch irgendwann untergegangen, oder? Auf jeden Fall, Das ist doch Chatroulette einfach ist. irgendwann nur noch so ein Hype Ja. und das war's doch dann. Naja, ich glaube auch, dass YouNow, ich sag mal so, die nächsten 2 Jahre wird das vielleicht noch höchstens gut laufen und danach geht's Ach, wenn bergab. überhaupt Ja, zwei, nee, also das. 2 Jahre im Internet sind ja 10 Jahre eigentlich. Also ich Ach denke, komm. da so 2 Jahre wird es noch sehr populär sein, dann wird es abebben und man wird halt sehen, wie es sich entwickelt, wenn dann die ersten Jugendschutzmaßnahmen reinkommen, wie wird die Politik sich damit auseinandersetzen, etc. Fakt ist, es ist ein kleines Startup dahinter, die haben damit jetzt bestimmt schon massig Reibach gemacht. Für die war die ganze Sache sicher ein super Aber wie Erfolg. verdienen die eigentlich Geld damit? Ist es Werbung in der App oder? Ja, ich Also. denke schon. Ich habe die App noch nie benutzt, aber kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Kann ich mir ebenso vorstellen, genau mitreden kann ich da, aber wie gesagt, eigentlich nicht, da ich so solche Sachen wie Chatroulette, YouNow etc. eigentlich nur ignoriere und da den Medienrummel höchstens passiv mitbekomme, muss ich jetzt hier ganz offen gestehen. Macht ja nichts. Aber wo wir schon mal bei dem Niveau ziemlich im Keller sind, können wir auch gleich über Newtopia reden. Das ist ja auch eine.
Oh, sowas von gerne. Eine Geschichte. Ich meine, es ist ja eigentlich fast wie You Now. Ich meine, das kannst du dir auch angucken im Stream. Muss natürlich anscheinend auch ein bisschen Genau brechen. mit genauso reifen Menschen. Daher Genau. nur 20 Jahre, 30 Aber Jahre man älter. muss wenigstens dazu sagen, Utopia ist gescriptet. Also wenigstens hat man da so ein bisschen Content, ja. Also ich muss gestehen, ich hatte tatsächlich in der Zwischenzeit mal überlegt, ob ich mich spaßeshalber dort bewerbe. Allein schon Was? damit ProSieben Sat.1 das Klischee ausschlachten kann, wir setzen jetzt einen Game Designer in der Wildnis aus. Okay. Na, na, So. die hätten dich nicht reingelassen, du hast zu viel Hirn. Nee, glaub mir, die lassen da nur die größten Wracks rein, Ja, es die es gibt überhaupt aber auch, gibt. ich meine, es ist ja auch ein Restaurantleiter, es ist ja auch eine Architektin, also es sind ja auch sehr viele Ich kann mir Führungspersonen. allerdings vorstellen, dieser Restaurantleiter, der kam voll unecht rüber und ich glaube, das ist nicht nur Skript, sondern dass das auch ein Schauspieler ist. Das ist Und ja, ich. er soll ja seinen Job aufgegeben haben. Jemand, der es geschafft hat, Restaurantleiter zu werden, gibt der einfach für eine fucking Quatsch. TV-Show, wie viel kriegt der da höchstens? Kommt 10.000? drauf, an, wie erfolgreich das Restaurant lief. Also wenn Okay, er es guter so Punkt, ja. runtergewirtschaftet hat, dass er bei minus 200.000 Euro ist, dann ist so etwas wie Nutopia für ihn als sauberer Ausstieg vielleicht gar nicht mal so unpraktisch. Ja. Aber wobei ich sagen muss, ich bin immer noch von Nutopia weniger fasziniert als von dieser Mars-Mission, die ja in 10 Jahren starten soll. Vielleicht sollten wir auch Das ganz wird. kurz nochmal anreißen, weil die Frage ist, was ist Nutopia? Nutopia ist eine neue Sendung von Sat.1 gestartet. Auch in dieser Woche? Oder letzte Woche sogar schon? Ist eine Sache, Letzte Woche, oder diese Woche? die Das hat ganz auch gerade diese Woche, gesagt. diese Woche, diese Woche. Ging ganz groß in Holland, ist es riesig. In Amerika hat sich das nicht etabliert. Da wurde es auch nach ein paar Monaten abgesetzt. Ist eine Sache, du schickst sozusagen 15 Leute, Pioniere. Es ist eigentlich Minecraft in real life, okay? Die sind auf einem Gelände, auf einem Acker, wie auch immer, mit einer Scheune und haben ein paar Werkzeuge und sonst nichts. Ein bisschen Kleingeld, weil es soll anscheinend auch Handel geben, ne? Weil Leute können da auch rauf und mit denen handeln. Und jetzt müssen sie halt überleben. Ja, müssen sich ein Bett bauen, wie auch immer. Anscheinend auch schon das erste Bordell, was ich so gesehen habe. Natürlich der Hartz-IV-Empfänger der Gruppe möchte ein Bordell aufmachen. Welcher jetzt? Der mit diesem Schrebergarten, der den Schrebergarten geplündert hat, oder Sandy, der Ich habe mich 44-jährige nicht gesehen. obdachlose Akademiker? Ich bin absolut erschrocken, wie sehr du dich damit auskennst. Ja, Wow! ich, Ja, also du! ernsthaft, du hast es gesehen, Ey, oder? hallo, ich hab zwei Folgen gesehen und weiß alles, was ich wissen muss. Okay, na gut, dann klär uns doch mal auf. Also ich habe nur die Kandidatenliste gelesen und das hat mir eigentlich schon gereicht. Ich hab, also, es ging so los, ich glaube, Montag ging das los mit der Serie. Oder Montag, weiß ich nicht. Auf jeden Nee, Fall habe ich das ja. gesehen und ist ja egal, es ging los und ich habe das auch wirklich erst an dem Tag erfahren, dass das losgeht, dem es startete. Und da habe Ja. ich mir gedacht, ja, ich gucke das mal, das sieht ja ziemlich groß aus, aber warum habe ich davon noch nichts gehört, so, ne? Ja. Aber ich kriege ja eh relativ wenig mit. Und von daher habe ich mir das dann einfach gegeben und ich wusste schon nach 10 Minuten, dass es halt kompletter Schwachsinn ist. Als ich allein diese Startszene gesehen habe, wo die da alle im Kreis saßen und erzählt haben, wer sie sind, oh, naja, ich konnte nicht mehr. Und Also, dann haben ja. die da die. Ach, das ist schrecklich. Das ist so schrecklich geskriptet auch. Also mich erinnert es vor allem an zwei Dinge. Das erste ist das, was viele Stammtischbrüder gerne mit dem Freistaat Bayern machen würden, nämlich Mauer rum, alle reinstecken, die sie nicht wollen, und dann schauen, wie es sich entwickelt. Bin ich dafür Und das andere. übrigens. Ach Scheiße, bin ich ja noch drin. Ja. Und das andere, das ist so ein typisch deutsches Spiel, das nennt sich Gothic. Und zwar der erste Teil. Oh ja. So. Aber ich glaube auch Newtopia, also allein schon durch die geringe Zahl der Leute, es muss definitiv geskriptet sein, weil wenn es wirklich so ein großes soziales Experiment sein soll, das bloß so nebenher beobachtet wird, dann wäre es deutlich sinnvoller, wenn sie gleich so 200, 300 Mann reinschmeißen und dann schauen, was für Dynamiken sich entwickeln. Was der Lucifer, alias Hauptschwitzer, sagt auch, ich glaube, da wird es kein Arbeitsamt gebaut. Also, ich sehe aber hier, wie gesagt, also Kassierin, okay, gut. Schulleiterin, auch wenn es aussieht, als wenn sie irgendwie 10 Packungen Zigaretten am Tag raucht oder sowas. Studentin, gut, die könnte auf jeden Fall anfangen im Bordell. Na, vielleicht war sie Schulleiterin in Neukölln und deshalb Buchhalterin, Kritikerin. Querstrich Domina, würde ich mal sagen, die Kerstin. Handwerker, ja gut, mir hat es nicht gereicht. Privatbroker, oh, der ist neu. Also ein Privatbroker, garantiert ein Schauspieler, so wie der aussieht.
Oh Gott, ja. Und Aber auch, Tatjana was ist eigentlich mit der natürlich. Schulleiterin? Kriegt die überhaupt noch einen Job als Schulleiterin Ich im denke mal, so wie Nachhinein? die aussieht, ist sie doch pensioniert, oder? 55, also. Na, bei Also wenn sie Lehrern. wirklich so aussieht, wie du beschreibst, wurde sie vielleicht auch zwangspensioniert. Also die Wer weiß, Tatjana was sie ist auf getan jeden hat. Fall, wie heißt denn die neue, die da auch für Pogo-Werbung macht, weißt schon. Die Kat, irgendwas mit Katzenberger, genau. Das ist, glaube ich, die neue Katzenberger, die Tatjana. Die Die ist hat auf jeden einfach keinen Fall, Bock mehr auf Schule. ja, die ist 19 und Ja. ja. Ja, aber noch ein Model anscheinend, Key Account Manager, Architektin. Ich meine, wo nehmen die die Zeit her? Landwirt, Politikwissenschaftler, genau. Das, der liest halt gerne mal irgendwie in der Zeitung vielleicht Politik, aber das war es dann auch schon. Restaurantleiter, Querstrich Zuhälter, so wie er aussieht, so ein bisschen. Und Fitnesstrainer, natürlich. Also für mich sah es von Anfang an, als ich das gesehen habe, schon aus wie, ich meine, Big Brother, Dschungelcamp, wie sie alle heißen, oder? Was war mit der Burg damals, dieses Mittelalter-Ding? Das war da auch ProSieben, oder? Ja, das war ProSieben. Mit Was? Dirk Was? Bach und Sonja Kraus als Moderatoren, wenn ich mich recht entsinne. Diese Burggeschichte, Ansehen, hast du es mitbekommen damals? Das ist auch schon ewig her. Ja, Nee, das habe ich. wo der Nee, sag eine, mir wo der nichts. eine nach mehreren Tagen der Frau die Füße abgeleckt hat bei der Superhygiene, die dort herrscht. Also solche Geschichten. Also es war, die ganzen Skripte waren nur auf Ekel ausgelegt und das alles hat auch nichts mit Realismus zu tun, wie sie es vorher eigentlich angekündigt hatten. Ich habe das so als, wie alt war ich da? 10, 11 Jahre. Ich war da gerade im Stronghold-Fieber, weswegen ich mich dafür interessiert hatte und war auf so vielen Ebenen schlecht, dass es nicht mal trashig gut war. Übrigens, Was man vielleicht auch bei Dschungelcamp glauben könnte. Lütopia läuft ja wirklich wochentags jeden Tag und ist eine ernste Sache für Sat.1, denn die wollen damit ihren Abend neu positionieren, beziehungsweise Quote reinbringen. Hatte auch knapp 3 Millionen Zuschauer am ersten Tag, jetzt geht es wieder runter, eher so 1,8 oder sowas, was immer noch Senderdurchschnitt ist. Aber ich denke mal nicht, dass sich das, also es soll auf ein Jahr laufen, ja. Glaub aber nicht. Und monatlich kommen halt neue Leute rein und raus. Also. Man sollte vielleicht trotzdem anmerken, woher die Show eigentlich kommt. Das ist natürlich keine deutsche Erfindung, sondern das ist tatsächlich ein Import aus den Niederlanden. Ja, sagte ich ja Einführung, bei der Einführung, genau. Echt? War ich bei. Ist Oh, da ein dann. Riesenhit, ja, wie gesagt. Die Amis haben es auch versucht, hat aber nicht funktioniert und jetzt ist halt Deutschland dran. Ich überlege gerade, wie ich den Kommentar von Hopschwitzer deuten soll, ob er tatsächlich 1,8 Millionen Arbeitslose in Utopia reinstecken will. Das wäre eine, das wäre doch mal ein interessantes Konzept. Nochmal eine Frage zu dem Import. Was heißt beliebt in Holland? Das läuft ja Ich wirklich. sage, Er ich sag hat. nicht, dass es. Ich glaube nicht mal, dass es da beliebt wurde. Fakt ist, der Typ, der sich das Ganze ausgedacht hat, es ist eine holländische Idee. Das muss man dazu sagen. Ja, Also ich glaube nicht mal, okay. dass es da mega erfolgreich ist, sondern es ist halt so ein Holländer Medienguru, der nebenbei noch sich für soziale Experimente, okay, Medienguru ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall da so ein Typ, der sich für soziale Experimente interessiert und in den Medien sehr präsent ist, der hielt das so für das Big Brother 2.0, um Aber ich es meine, die vorsichtig zu Holländer, sagen. die haben es ja eh so, was Niveau angeht. Ne? Ich sage nur, RTL ist Holland und Mediakraft ebenso. Dementsprechend wäre der Kreis da schon wieder fast geschlossen. Ja. Aber wie gesagt, ich finde, Newtopia ist da eine schöne Vorbereitung auf das, auf diese Sache mit dem Mars-Programm. Ne? Da war ja letztes Jahr dieses Ausschreiben so, Genau. ey, wer möchte sich mit einem One-Way-Ticket zusammen mit 100 anderen Leuten auf dem Mars schießen lassen und dort eine menschliche Kolonie aufbauen? Und da haben sich tatsächlich viele 100 Bewerber Auch gefunden. ein Deutscher, ja. Und da zweifeln ja immer noch viele an, dass das Projekt überhaupt gelingt, dass sie die Leute überhaupt dorthin geschossen kriegen, weil die Kostenfrage, die soll sehr optimistisch geschätzt sein. Ja, viele haben ja schon gesagt, das ist, also das ist ja Mars One, darauf sprichst du an, soll halt hauptsächlich auch so ein Mediengag sein halt. Aber in 10 Jahren wollen sie tatsächlich losfliegen, ja. Aber Das ich muss stimmt. ganz offen Stellt euch sagen, vor. der Hauptgrund, warum ich mich da nicht bewerben wollte, während ich bei Nutopia zumindest den Gedanken hatte, ist nicht, dass ich zu fett bin dafür oder so, sondern weil es da oben kein Steam gibt. Ah. Ohne bin ich nicht überlebensfähig. Tut mir leid, geht nicht. Was war Stellt euch das? vor, Ja. die starten und stürzen ab. Ja, eben, oder? Das hatte ich auch so Wie gedacht, wollt so. ihr
wollen die das denn beantworten? Also, ich meine. Ganz einfach, das ist vertraglich abgesichert. Weil diese Mars One-Geschichte soll ja auch eine Fernsehsendung werden. Also, die werden ja rund um die Uhr, wird es ja auch im Fernsehen laufen, Ach du weil es ist Scheiße. angedacht jedenfalls. Also, deswegen gehört es technischerweise schon in die Kategorie in Utopia. Ne? Es ist Und halt ich nur dann auf bin. einem anderen Planeten. Da ist ja wirklich der Abschaum wirklich weg. Also. Kleine Sache, die ich hier noch adden möchte, weil ich lese hier gerade RTL, bla Keks. Also für die Leute, die denken, Utopia ist RTL, nein, es ist tatsächlich Sat.1. Es Nee, das ist habe ich nicht eben RTL. vorhin nur eben nur gesagt, weil wie Ja, gesagt, aber ich lese Holland, es, aber ich RTL, ja lese es genau. hier auch gerade wieder, Nee, ich denke mal, deswegen. RTL ist nicht geholt, weil die haben sich auch gesagt, wir haben ja schon das Dschungelcamp und außerdem plant der RTL auch eine Sommerversion von dem Dschungelcamp, was sozusagen die so eine Show sein soll, die auf das Dschungelcamp vorbereitet, was auch in Deutschland stattfinden soll. Dementsprechend, die haben genug von dem Scheiß. Ja, das Dschungelcamp aus Tropical Island und davor aus einem kleinen australischen Dorf. Das Ja. ist, ich musste so lachen. Oh, ich finde den Gedanken von Hopschwitzer hier gerade interessant, Das dass das alles Shining, so ja. endet wie The Shining. Das Ja, wäre mal nicht herrlich. schlecht, ja. Der Wahnsinn. Mensch, viele Themen. Sind wir eigentlich schon fast durch, oder? Habt ihr noch was, Ernstling? Nee, mir fällt gerade auch nichts mehr ein. Wir hatten, glaube ich, alles. Ach, Warte Jan mal. Böhmermann, Ah. abschließend. Eier aus Hier. Stahl, Oh ja, großartig, wundervoll. ja. Da muss ich gestehen, kann ich nicht wirklich mitreden, da ich kein Jan Böhmermann-Fan bin und deshalb das Einzige, was ich von ihm mitgekriegt habe, was in den letzten Tagen sehr viel rumgereicht wurde, war dieses W vor Varoufakis Ja, das über ist den großartig. griechischen Finanz. Ja, das ist auf so vielen Ebenen großartig, das entschädigt fast schon wieder dafür, dass es ein GEZ-Programm ist. The Walking Dead. Oh, ich musste tränen. Tränenlache auf Arbeit. On the highway to Hellas, ja. Ja, und ich dachte, ja, also großartig. Großartig. Aber hier ging es natürlich hauptsächlich um die Kategorie Eier aus Stahl, die Ernstling hilft mir auf die Sprünge, hauptsächlich YouTube gewidmet ist oder generell? Sie ist Tom Beck gewidmet, welcher Also jetzt ja die ein, eine, einer aber ich der. meine die Kategorie selbst oder die Rubrik, ist die nur YouTube oder macht er da auch immer andere Sachen? Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne nur das Video, welches Okay, irgendwie ich glaube, in das Format passt. es ist glaube ich auch erst die zweite Sendung Royal dementsprechend. Aber da ging es um, und da bist du ja absolut im Thema, um Tom Beck, der eigentlich ein Sänger ist, ein Künstler, ja, aber wie sich herausstellt, auch ein Manager von Bibi eigentlich, ne? Ja, genau, von dem, wie heißen die Studio, wie heißen die denn? Nee, Quatsch, heißen deren Netzwerk? Hier. Oh Gott, es tut wirklich weh, dieses Intro. Ich habe jedes Mal Schmerzen in gewissen Regionen, wenn ich das sehe. Ja. Oder weil es so real aussieht. Ja. Ja, nee, wenn man als Künstler nicht mehr taugt, dann muss man halt irgendwie anders einsteigen. Und was bietet sich da nicht besser an als das Internet, ne? Genau, also Tom hier Beck. ging es, also wie gesagt, Neo Magazin, in der Kategorie oder in dem Video geht es natürlich nochmal um Schleichwerbung. Das ist eigentlich der Tenor, richtig? Schleichwerbung auf YouTube und wie blind doch 13-Jährige sind, die sich ihr Taschengeld aus der Tasche saugen lassen für Uhren, die über 250 Euro kosten oder was. So ist es doch, oder? Darum ging es eigentlich. Ja. Genau. Schleichwerbung. Oh, da ist er, der Junge. Ich lasse es gerade nochmal ablaufen hier. Ja, wie ist denn das? Wie sehen wir das? Ich hatte letztes, war ich auch in einem Podcast, der kommt, glaube ich, morgen raus, also in einem anderen Podcast, und da ging es auch nochmal darum, Schleichwerbung auf YouTube. Generell ging es aber auch erstmal um das Abo-Modell, was ja kommen soll, dass man halt YouTube abonniert oder einen Betrag dafür zahlt und dann hast du halt werbefrei, ja. Aber trotzdem noch die Schleichwerbung drin, nehme ich mal an. Geht eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung, was wir am Anfang gesagt hatten, ne? Blinde Following, oder? Ja, natürlich, das liegt natürlich auch an der Zielgruppe, ne? Welche, die ja wieder mal nichts hinterfragt. Und denen geht es ja teilweise auch nur darum, das Gesicht von denen zu sehen, die die verehren. Und die merken ja nicht mal, dass das Werbung ist, was sie da gucken. Wir können ja mal kurz eine Umfrage im Chat machen. Wer ist alles 13? Das würde mich auch mal interessieren gerade. Aber Ich wie? bin 13. Ja, ich war Ich auch zähle jetzt nicht. 13, kurz. Ja. Aber ich fühle mich, wow, es ist tatsächlich so für mich Premiere. Ich fühle mich auf einmal alt. Danke dafür, Ernstling. Das ist für mich Okay. total ein neues Gefühl. Ja. Kein Küken. Mr. Spock ist gestorben, das kriegt er jetzt erst mit. Okay.
Was ist gescheit? Ja, der einzige Charakter, den er kannte aus Star Trek. Oh. Also ich bin riesen Star Trek-Fan. Also damit bewegt er sich gerade auf dünnem Eis, der kleine 17-Jährige. 5 Tage vor 16, jetzt geht's hier. Okay, einer ist 12, das könnte natürlich auch gelungen sein, aber ja Gott. Der Das ist ein Witz. Zeitungsman. Das ist ein Witz. Den Namen kenne ich von Twitter, glaube ich. Oh, Dena! Oh mein Gott. Wo ist Dena? Hier, ich lasse gerade Eier aus Stahl nochmal laufen. Ach so, ja. Finde ich übrigens, das Video ist genial zusammengefasst. Also da ist wirklich Recherche drin, ohne Ende. Sehr gut gemacht. Es Gehe sind ja davon eigentlich auch aus, die Sachen. Altersangabe. Ja, was? Gehe davon aus, die Altersangabe 69 ist ein kleiner Scherz hier. Ja, das könnte ein kleiner Insider Ja, sein. der ist so primitiv. Wow, ich bin Aber beeindruckt. ernst denken, das ist ja auch eigentlich eine Sache, die du eigentlich machen könntest, oder? Diese Kategorie. Ich meine, du machst es ja auf deine Art und Weise. Das letzte, was du gemacht hast, fand ich übrigens sehr gut. Du hast Tatsache das Sami Slimani Buch gekauft. Es kam sehr spät an, aber du hast es immerhin noch bekommen. Was hast du denn jetzt gelernt für dein Leben aus diesem Exemplar? Ich habe gelernt, wie ich Spliss vorsorgen kann. Wie mir das gar nicht erst passiert. Okay, einfach abrasieren. Außerdem habe ich Okay. gelernt, welche High Heels zu meinem Kleid passen. Und ich habe gelernt, dass ich auch mit Akne später gut aussehen kann. Okay, gut. Ja, danke, Sami Slimani, dafür. Das ist wundervoll. Vielen Dank dafür. Das Buch werde ich jetzt übrigens weitergeben an Trollwut TV, welcher das auch haben möchte. Und der wollte mir sogar Geld dafür geben, aber Oh, das das ist doch wäre mal ja nicht schlecht. Also du möchtest Schweinerei, einfach wäre auch, ich werde dein Video einfach nochmal anspielen hier, für Leute, die es nicht gesehen haben. Kurz und knapp das 0815-Prinzip, sehr schön. Gute Qualität übrigens auch. Du hast ja eine Spiegelreflex oder was? das. Das war von Kumpel. Ich habe keine Kamera. Ich bin kein Kameratyp. So, Ja, ich habe eben. mich damit noch nie so wirklich befasst. Aber die Qualität ist ja großartig gewesen, wie du da in dieser Bibel ja eigentlich schon blätterst. Ja, mein Kampf steht ganz vorne drin, habe ich reingeschrieben. Ist es so? Ist ja am Ende im Endeffekt auch quasi Sami Slimanis Kampf. Der Pro-Akt Oder sagt nicht? gerade, dass du Geld dafür bekommen hast, dass du dieses Buch bewirbst. Ja, Sami hat mich angeschrieben. Magst du nicht mal mein Buch vorstellen? Du bist ja eh so ein bisschen kritisch. Und dann hat er mir das zugesendet für 14 Euro. Und dann habe ich da mal reingeguckt, ne? Okay. Wundervolle Kinderbilder von Sami drin. Er war ja ein echt Stimmt, der war schon hübscher Junge. kompakt, also eine runde Komprimiert. Sache, würde ich jetzt mal. Ja. Was? Felix, du bist da mit Herr Tutorial, wie er früher hieß. Kennst du dich da aus mit? Hast du das schon mal gesehen, oder? Hat er jemals übrigens ein Also, Tutorial gemacht, dieser Mensch? ja, hat er vorwiegend für Make-up und solche Geschichten. Und er ist vor allem dafür früher berüchtigt gewesen, dass er falsche Titel genommen hat. Deswegen hatte Le Floyd, jetzt schließt sich auch der Kreis wieder zum ersten Thema, Ah. hatte ihn in mehreren Videos massiv auf dem Kieker, weil ja, Sami Slimani sehr oft falsche Titel für seine Videos genommen hat, einfach um mehr Klicks zu bekommen. Ja gut, aber da Und sah ich nur nachdem Waititi und Lochis und diese und kleine Parodie in Klammern hinten dran. Mal, es ist ähnlich, ne? Also. Und erstaunlich ist, und deswegen ist der Slimani eigentlich gar nicht mal so blöd. Also er kennt sich im Bereich Medien schon aus und er weiß auch, wie er seinen Kanal schützt. Also er hat es tatsächlich geschafft, in der Hinsicht Le Floyd mundtot zu machen, indem er ihn nach zu direkten Parodien etc. direkt Klagen auf den Hals gehetzt hat. Aber wir wollen schon festhalten, ernst denken, das weißt, das glaubst du, glaube ich, weißt du, ne? Da ist auch Management hinter, ne? Auf jeden Fall, der hat auch, das steht im Buch sogar selber, das haben die nicht alleine gemacht. Hier steht Text, seine zwei Schwestern, Sami Slimani und Tanja Bertele. Ja, es ist auf jeden Keine Fall, Verwandte also eigentlich. was natürlich bei solchen, ich sage mal, Celebrity-Büchern gang und gäbe, ist erstens ein Ja, natürlich, Ghostwriter, ja. natürlich. Und das ist natürlich zusammengestellt von irgendjemand anderem, wie auch immer. Aber erst recht, Felix, weil du das gerade gesagt hast, diese ganzen Kämpfe und so weiter, wie gesagt, da sind, es muss nicht sein, dass der Typ der beste Medienstratege der Welt ist, sondern da ist einfach auch eine Maschine hinter. Ne? Ich Also, muss auch ganz ehrlich ja, die sagen, er sich erstmal aufbauen musste, nee, die beziehungsweise. haben ihn gekauft, fertig. Ja, Ja, der hat das auch damit nicht braucht er aber auch eine schwer. gewisse Popularität. So, also. Ja, natürlich, also meinst du es richtig, ja. Was meinst du? Nee, ich meine, der hat das auch nicht schwer, irgendwie Content zu bringen, weil seine Community halt einfach nur strohdumm ist.
Die kaufen dem doch eh alles ab. Der braucht sich nicht mal einen großen Kopf machen, was er da gleich hochlädt. Ja, natürlich, jetzt ist er halt schon bei so einer Ja, Größe. das ist, ja. Ja. Ob Also das. als er in der Telekom-Werbung aufgetaucht ist, ist die Telekom noch mehr für mich gestorben. Oh Gott, das habe ich auch Boah, letztens bei gesehen. NTV, hör bloß auf, jedes Mal, wenn ich auf Arbeit drauf gucke. Ja. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir, glaube Ja. ich, eine Stunde erreicht. Vielen Dank, dass ihr beide mit dabei wart. Ist ja auch mal schön, das soll ja hier auch beim FIFA-Schleif so sein, dass immer andere Gäste sind aus verschiedenen Bereichen. Um die Themen zu besprechen, ist, glaube ich, auch interessant, einfach mal die Meinung zu hören. Natürlich, heute war es sehr YouTube-lastig, deswegen Experte ernst. Kann man sagen, Experte schon. Naja, geht. Ich Du gebe mein Bestes. Sagen guckst wir mal, ja. sagen wir einfach mal Experte im Wachstum. Du sagst ja schon, guckst aber auf jeden Fall sehr viel als und sehr kritisch auf diese Plattform. Und Felix als Game Designer, auch wenn du heute in Sachen Gaming nicht wirklich viel gebraucht wurdest. Ja, danke dafür. Aber du, ja, der letzte Stream war jetzt sehr gaming-lastig, deswegen wollte ich heute einfach mal ein bisschen auf die anderen Sachen gehen. Ach Genau. so, ist es jetzt in Zukunft deine Strategie, dass du Games-Leute für Nicht-Games-Themen anheuerst und Natürlich. andere Ja, Leute aber für Games-Themen? da ist doch auch Wow! die, da ist doch auch der die Challenge, oder nicht? Dass man halt über Themen spricht, die einem nicht close at heart sind, also, oder? Dass man mal aus der kleinen Höhle zu Hause rausgekrochen kommt und sich die Welt Du anschaut. bist ja Ja. nicht nur Games. Lässt sich drüber streiten. Okay, vielen Dank übrigens an alle, die im Chat mitgemacht haben. Auf Twitter, wie gesagt, der Ernst, ich glaube, du brauchst ja eh nicht irgendwie noch Follower, oder? Wie viel hast du jetzt? 4000? Aber auf jeden Fall, 2300 irgendwas. at der Ernstling, falls ihr ihn da nicht gefolgt habt. Sehr unterhaltsame Tweets übrigens. Und natürlich auch Fakten ohne Ende. Felix, du bist nicht auf Twitter, ne? Nicht wirklich. Nicht wirklich, vielleicht bald. Ich sag dir, es ist also Facebook ist ein Scheißgegen. Also, Ja, also ich hab's tatsächlich mal versucht, mir da einen Kanal aufzubauen, etc., sonst was, aber ich habe halt einfach nicht die Zeit dafür, da regelmäßig Content rauszuhauen, das zu pflegen. Dazu hänge ich einfach zu viel in den Projekten und in letzter Zeit arbeite ich sehr viel mit einem Let's Player zusammen und sagen wir mal, das konsumiert auch seine Zeit. Mich gibt es natürlich auf @feedflashtv. Auch vielen Dank fürs Follow. Ich habe auch schon über 2000 Tweets. Wie gesagt, meistens natürlich News-Themen, um halt die Leute zu informieren. Natürlich, ich habe da ja einen Auftrag, ist ja logisch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt am Samstagabend. Und natürlich wechseln wir jetzt auf YouNow. Ich habe auch gehört, der Ernstling hat sein Shirt jetzt schon ausgezogen. Ich hab nicht mal Socken an. Ja. Und hat sich da wirklich alle Tipps nochmal rausgeholt aus dem Sammy Slimani Buch, wie man auch in der Kamera gut aussieht, und wird jetzt sofort Richtig. auf YouNow gehen. Ja. Großartig. Wir wollen die Plattform sprengen, ernsthaft. Weil dann ist sie ja tot, weißt? Und dann. Okay. Gut. Vielen Dank. So, jetzt geht's.